Hallo, hier ist wieder der Kaius mit Elex. Ich bin eigentlich auf dem Weg zu Ray, der irgendwo bei den Outlaws sein soll. Aber ja, wie das hier so ist bei Elex, man stirbt unterwegs ein paar Mal. Passiert immer wieder irgendetwas, was einem in die Quere kommt. Und ich bin noch nicht mal abseits der Wege. Es sind so viele Monster unterwegs, die auch alle so verkackt stark sind, wo ich einfach null Schnitte gegen habe. Vor allem hier in der Ecke. So, also wir gehen jetzt mal hier links. Oh Mist, da muss ich ja hier über die Straße. Oder wir müssen irgendeinen Weg finden, uns daran vorbeizuschleichen. Der Falk und ich. Aber jetzt wird es auch wieder dunkel, ne? Vielleicht sollten wir da noch ein Plätzchen zum Schlafen finden. Oh Mann! Oh, ich wollte doch nur da hoch. Da gehe ich halt zu Fuß. So, da sind die Banditos. Banditenversteck. Oh, was haben wir denn da hinten? Ein Lagerfeuer. Vielleicht kann ich da ja Rast machen oder so. Hat sich hier einer schön das Essen vorbereitet und Feuer gemacht. Der muss ja eigentlich in der Nähe sein, ne? Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Drüse. Hier brauche ich Asselfleisch, Hochleistungssuppe und Steakteller. Ach, da hätte ich jetzt rohes Fleisch für gebrauchen können. Ich habe 24 Mal Fleisch. Na, wenn der Typ nicht was am Herzen kriegt, dann weiß ich auch nicht. Ja, jetzt ist es stockduster. Müssen wir uns halt hier im Dunkeln durchs Land schlagen. Guck mal, Leute, sieht schon echt cool aus hier alles, oder? Da oben sind noch verschneite Berge. Da möchte ich natürlich auch mal, also ich möchte ja überall mal hin. Auch schon ein gutes Stückchen zurückgelegt, ne? Ich liebe ja solche Sachen. Und wenn das dann nicht so random generiert ist wie bei Minecraft, wo du irgendwann denkst, ja, okay, da hat der Zufall was Nettes gebaut. Sondern wenn das hier wirklich so alles minutiös geplant und aufgebaut wurde, dann ist das schon geil, oder? Ach, das ist ein Wasserfall. Ich dachte gerade, was ist das denn? Für ein Monster! Es ist ein Wasserfall. Mir nicht. Aber ein bisschen heller machen würde ich gerne. Weil ich hasse es eigentlich so, in der Nacht rumzulaufen. Hier führt ein Weg ins Tal. In die Schlucht. Da hinten leuchtet wieder ein Feuer. Oder? Ein Kampf! Hä? Ein Bettchen! Na, Falk, leg dich zu mir. Mach was uns gemütlich, mein lieber Falky Boy. Da guck mal, hat er mich die ganze Nacht angeguckt. Jetzt muss ich mich erstmal strecken. Ich nehme natürlich direkt mein Spielzeugauto mit. Klopapier steht. Da steht direkt Klopapier neben dem Bett. Auch nicht schlecht, ne? Das ist auch jetzt nicht so richtig schwer, ne? Uff.
Wir lassen den Falk mal machen. Ach, das ist so eine Pestratze. Komm, ist gut. Ist kaputt. Schön, schön. Wir haben ein bisschen was Zeug bekommen, ein bisschen Elexit. Oder doch, Elexit heißt die Währung, genau. Ah, da ist wieder so ein Ripper. Die sind echt scheiße. Zwei sogar. Da habe ich wirklich null Schnitte gegen. Deswegen müssen wir uns da irgendwie dran vorbeischleichen. Ich meine, hier kommen die ja nicht rüber. Aber es ist schon schade, weil man kann da nicht da in diese Gebiete... Runtergefallen. In diese Gebiete hin. Hier ist eine Pflanze so einsam und verlassen. Trollkraut. Auch noch nicht gehört. Ah, da ist schon wieder ein Vieh. Ey, also jetzt reicht's ja mal. Tja! So, jetzt essen wir mal was Fleisch. Gucken, wie viel das bringt. Ah! Habt ihr gesehen? Guck mal da oben. Ach, das gibt mir langsam mehr Heilung. Aber trotzdem, das ist nicht gut für den Moment. Boah, Falk, du bist echt total schlecht. Ein richtig schlechter Begleiter ist der Falk. Mist, oder? Habe ich keine anderen Heiltränke mehr? Ich hatte doch so viel eingesammelt, oder? Gegenstände. Tränke. Großer Heiltrank, kleiner Elex-Trank. Kleiner Heiltrank. Ha. Oh Mann, ist das bescheuert. Jetzt hat er das getrunken. Oh, lecker. Großen Heiltrank machen wir auf die 4. Boah, das ist ein Trottel, der Jax. Alles klar, wir dürfen nicht mehr allzu weit von Ray entfernt sein. Vielleicht bin ich auch einfach noch nicht bereit hier für diese Ecke. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Entschuldigung. Was ist das denn hier? Hier geht's ja richtig noch in eine Höhle rein. Oh Mann, wie spannend, oder? Würde ich ja gern rein, aber ich habe eh... Ich weiß sowieso, dass es nichts bringt. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier mache. Eigentlich sollte ich noch ein bisschen questen bei den Barbaren, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen und mir bessere Ausrüstung zu holen und so weiter. Ja, guckt euch das mal an. Ein olles Windrad und das dreht sich sogar noch. Ob ich da rein kann? Diese Türme haben mich schon immer fasziniert. Ich habe einmal gelesen, dass sie ein Wahrzeichen eines alten Gottes waren. Die Menschen von damals hatten sie angebetet, auf dass er ihnen das Licht bringen möge. Spacko. Voll technisiert, dann wüsste der doch was von Strom. Von Strom wissen, oder? Lecker. Rohes Pestrattenfleisch. Klopapier und Zigarette. Geldbündel. Naja. Okay. Wir sind weiter auf der Suche nach Jax. Er wird wohl da hinten irgendwo sein, oder? Ich schätze, das wird dann irgendwie
dieser Außenposten oder Stützpunkt der Outlaws sein. Da ist so ein ganzes Trüppchen. Das da hinten ist doch... Da wohnt die Sandy. Wir sind im Bikini Bottom. Deswegen kommt mir das hier so bekannt vor. Ach du liebe Güte. Der Eingang war vermint. Fuck. Nicht schlecht. It's a trap. Wo bin ich denn jetzt? Hier. So. Aber ich werde jetzt diese Pestrate nicht nochmal besiegen, oder? Obwohl, naja, komm. So schwer war es jetzt auch nicht. Diese Türme haben mich schon immer fasziniert. Ich habe gar nicht mehr da. Ich habe gelesen, dass sie ein Wahrzeichen eines alten Gottes waren. Die Menschen von damals hatten sie angebetet, auf dass er ihnen das Licht bringen möge. Schlechter Zeitpunkt. Ich lauf mal weg. Okay. Ich hoffe, der Falk kümmert sich. Ja, Falk, wen bringst du denn damit? Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Was ist denn hier Geiles? Fuck! Alter Schwede, hier ist alles vermint, Mann. Oh, leck mich am Arsch! Falk, du solltest mir den Rücken frei halten. Ich wollte mich hier umgucken. Mann! Alter Schwede, ey. Ich hab null Power. Wo sind wir? Komm, wir gehen hier weiter. Einfach hier zu Fuß. Oder wo muss ich denn am besten lang? Scheiße, ich müsste querfeldein jetzt. Dann mache ich das auch. Komm schon, Jax. Du schaffst es. Gut, die Feinde haben abgelassen von uns. Das ist schon mal viel wert. Gleich sind wir bei den Outlaws. Und dann fehlen nur noch die Kleriker. Da war ich bei allen drei Fraktionen. Und überall laufen diese Tiere rum. Die sind echt schwer zu besiegen. Trockenes Gras. Da ist er. Direkt über uns. The Ray. Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Fort einige meiner Steckbriefe verteilt.
Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme. Also pass auf. So Leute, da ist gerade das Spiel mal kurz, hat sich minimiert. Frag mich nicht, warum das passiert. Das passiert immer mal wieder. Moment, den hier will ich noch aktivieren, Ray. Mach schon. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn ja. Du dich im Vorfrei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. Hm? 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Ich nehme an. Boah. Ersche die Nachfragen, zahlen drauf. Dann sollten wir besser den Rückzug antreten. Halt, halt, halt. Bezahl mich. Dann drücke ich für heute ein Sorry, Auge Leute. Zu. Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Wie denkst du über das Elex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Wenn das Klerikerpack oder die Berserker denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex, dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Natürlich geht mir der Stift, wenn sie hier patrouillieren. Aber das meine ich nicht. Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Ich sehe nur den Profit, den ich aus ihnen schlagen kann. Mehr nicht. Spacko. Gib mir einen groben Überblick über das Fort. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Fort wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Fort in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Was muss ich über die Hauptleute wissen? Ihre Namen reichen für den Anfang. Mad Bob, Chloe, Blake und Big Jim heißen sie. Wie sie drauf sind, wirst du erfahren, wenn du mit ihnen quatscht. Aber sie hecheln dem Duke schon lange nicht mehr so treu hinterher wie früher. Tu dir trotzdem selbst einen Gefallen und kack seine Familie nicht an. Da kriegt er sofort Pickel. Ach ja, dann ist da noch Nasty, die Zwillingsschwester vom Duke. Das härteste Weibstück hier. Sie kontrolliert die Außengebiete und steht so gar nicht auf duckmäuserische Schwätzer. Also, gesünder für dich, wenn du ihr nicht auf die Nerven gehst. Okay. Leute,